Hallo, hier ist Quert von pocketpc.ch und heute möchte ich euch einmal zeigen, wie ihr Shortcuts zu euren Anwendungen auf dem Homescreen mit eigenen Icons versehen könnt. Dafür gibt es generell zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist einfach, dass ihr ein Homescreen-Replacement habt. In diesem Fall habe ich Launcher Pro, der das schon integriert hat. Da macht ihr zum Beispiel einfach eine neue Verknüpfung zu einer Anwendung. Wir nehmen hier einfach mal Angry Birds. Dann schlägt ihr euch hier vor, tap to icon to change it, und das kann ich hier einfach auf das Icon zum Beispiel drücken. Und dann sucht er mir hier alle Bilder raus, die ich so auf meinem Handy habe. Und dann könnte ich hier einfach zum Beispiel dieses Zahnrad nehmen und OK. Und dann habe ich, wie ihr hier sehen könnt, das Zahnrad als Icon. Ein weiterer Weg ist, das geht auf allen Handys, wo man nicht nur, wo man keinen anderen Launcher installieren möchte, sondern zum Beispiel HTC Sense oder Samsung TouchWiz weiter benutzen möchte oder Motorola MotoBlur. Man installiert sich einfach aus dem App Store, also beziehungsweise aus dem Markt, die App Desktop Visualizer und fügt dann auch einfach eine Verknüpfung hinzu. Nimmt jetzt hier aber Desktop Visualizer und nicht eine normale Anwendung und kommt dann zu diesem Auswahlmenü. Dort kann man hier oben einmal das Symbol auswählen, einmal aus dem Icon Pack, das normale Applications Icons, die wir schon haben, oder im Image File. Ich nehme jetzt einfach mal ein Image File aus der Galerie. Nehmen wir hier mal dieses Twitter Icon. Danach kann man hier unten die Aktion auswählen, zum Beispiel Launch Application, also eine App starten. Das nehmen wir einfach mal Spare Part oder so, einfach irgendwas. Hier unten kann man noch den Haken setzen, dass man beim Update verhindern möchte, dass sich das Icon ändert. Und jetzt hier nochmal OK. Und so ganz einfach klappt das hier auch. Falls euch das Video gefallen hat, abonniert doch unseren Channel oder besucht uns auf www.pocketpc.ch. Vielen Dank!